Also, einfach da reingehen. Dann kann man ruhig mal ein paar Mal hin und her bewegen, das Ganze. Dann geht der Rohr in die Mitte ein. Schauen, was da ist, wenn eine Schale drinnen ist, dann den Oberkörper fixieren und in die Schulter einen Zug nach hinten bringen. Genau, das kann ich auch jetzt so mit dem Öl, also stellen wir uns vor, dass wir Öl drauf haben, dann kann man das mit Öl so nach unten streichen. Und wichtig ist, wenn man streichen tut, dann geht man einfach mit dem Oberkörper nach hinten und macht es wach und schiebt nach unten. Genau, auf die andere Seite. So. Gehe wieder nach vor. Schau, dass ich da wirklich mit meinen Händen ganz locker drin bin. Kann ihn da ein bisschen spitzer nehmen. Steiler, ein bisschen mehr Zug. So, ein bisschen weniger Zug. So, den mittleren Zug. Kann ich das auch mit meinem Körper mitgehen.